In diesem Video will ich zu dem Thema zurückkehren, mit dem ich den Kanal gestartet habe. Das Thema IQ. Auf meine ersten beiden Videos, die sich um dieses Thema gedreht hatten und die, wenn ihr sie nicht bereits gesehen habt, von allen Videos, die hier zu finden sind, auf jeden Fall anschauen solltet, gab es mittlerweile allerlei Kommentare. Während ich mich für alle lobenden Kommentare herzlich bedanke, sind natürlich insbesondere die kritischen interessant. Nehme ein bisschen Salz hier und da, das sich für ein so kontroverses Thema eigentlich aber in Grenzen gehalten hat, gab es viel Kritik bezüglich meiner Ausdrucksform. Meine angriffslustige Rhetorik im Antwortvideo auf Paimutan war als Teil des YouTube-Games zur Unterhaltung gedacht. Einige Kommentatoren meinten jedoch, durch die hin und wieder fallen gelassenen bissigen Bemerkungen würde das Video an Überzeugungskraft einbüßen. Ihr könnt ja jetzt mal drunter schreiben, ob euch der Stil gefällt oder ob ihr euch die Videos lieber in einem ernsthafteren, sachlicheren Tonfall und ohne Seitenhiebe wünschen würdet. Inhaltliche Kritik gab es auch hier und da. Im Besonderen war ein Kommentar interessant von Zmendo, auf den ich hier eingehen möchte. Der Kommentator behauptet, ich würde Rosinenpickerei betreiben und nur die Daten und Veröffentlichungen verwenden, die meine Position stützen und andere Sachen unter den Tisch fallen lassen. Neben allerlei Caps Lock schneidet er zwei Themen an. Der Flynn-Effekt, der beschreibt, wie der gemessene Intelligenzquotient in Europa und in den USA im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer weiter angewachsen ist, und das Nature-Nurture-Problem, bei dem der Kommentator die Position bezieht, dass ausschließlich oder im Wesentlichen Umweltfaktoren wie der sozioökonomische Status des Elternhauses und das Wohlergehen während der Kindheit für die späteren kognitiven Leistungen verantwortlich sind. Er verlinkt einige Quellen, einen Zeit- und einen New York Times Artikel, die wenig gehaltvoll sind, und drei Paper. Ein Paper zum Flynn-Effekt. Der Autor berichtet, einen Flynn-Effekt in Kenia gemessen zu haben. Und zwei Paper zum Einfluss des sozioökonomischen Status auf den IQ. In beiden Veröffentlichungen wurden die Ergebnisse von Adaptionsstudien vorgestellt, wobei das erste Paper von Thomas Butchert im Wesentlichen mir recht gibt und zum Schluss kommt, dass getrennt aufgezogene Zwillinge die gleiche Ähnlichkeit im IQ und verschiedenen anderen Persönlichkeitseigenschaften aufweisen wie zusammen aufgezogene Zwillinge. Etwa 70% der Varianz im IQ könne durch genetische Faktoren erklärt werden, schließt Butchert. Das andere Paper berichtet über eine Studie, bei welcher vernachlässigte Kinder adoptiert wurden. Die Adoptiveltern wurden in drei Gruppen unterteilt. Jene mit niedrigem, jene mit mittlerem und jene mit hohem sozioökonomischen Status. Später zeigen die Kinder, die in Haushalten mit hohem sozioökonomischem Status aufgenommen worden waren, einen um 4 Punkte höheren IQ als die in Mittelschichthaushalten und einen um 12 Punkte höheren IQ als jene, die in Unterschichthaushalten aufgenommen worden waren. Auf die Frage nach dem Einfluss des sozioökonomischen Status auf den IQ möchte ich in diesem Video eingehen und im nächsten dann auf den Flynn-Effekt zu sprechen kommen. Das Ergebnis dieser Überlegungen wird sein, dass zwischen Intelligenzquotient und sozioökonomischem Status ein Zusammenhang herrscht, der durch gemeinsame ursächliche Gene hervorgerufen wird. Der sozioökonomische Status ist eine in der Psychologie standardmäßig verwendete Kennzahl, die aus Einkommen, Vermögen, Bildungsabschluss und sozialer Position einer Person gewonnen wird. Und die Unterschiede in der Höhe des sozioökonomischen Status können zu großen Teilen Unterschieden in den Genen zugeschrieben werden. Das ist zumindest das Ergebnis etlicher Zwillingsstudien, die dies untersucht haben. Krapol 2014 analysierte die Daten von über 13.000 getrennt aufwachsender Zwillinge und fand, dass die Varianz im GSCE-Score, ein spezieller Test in der Highschool, zu 62% genetisch und zu 26% durch Umwelteinflüsse erklärt werden kann.
Wie eine solche Zwillingsstudie funktioniert, erklärt Paimutan übrigens ganz gut verständlich in ihrem Video über Abstammung und IQ, das ansonsten nur Bullshit enthält. Ich erkläre es immer anhand der Analogie des Kuchenbackens, wobei man die zwei Faktoren hat, die einen Kuchen zustande bringen. Einerseits das Backen und andererseits der Teig. Und wenn man nun zwei Kuchen zusammen im selben Ofen backt und sie am Ende unterschiedlich schmecken, dann weiß man, okay, die Unterschiede müssen auf den Teig zurückzuführen sein. Und wenn man zwei Kuchen aus dem gleichen Teig gemacht hat und nacheinander backt und sie unterschiedlich schmecken, dann weiß man, die Unterschiede müssen auf das Backen zurückzuführen sein. Und so kann man die Varianz im Geschmack beim Essen auf die Varianz entweder im Backen oder die Varianz im Teig zurückführen. Und ebenso funktioniert es bei Zwillingsstudien, wobei eben das die Umwelt dem Backen entspricht und der Teig den Genen. Eine Meta-Analyse von Brannigan und McCallum untersuchte 34 Zwillingsstudien, also nicht 34 Zwillinge, sondern 34 Zwillingsstudien mit jeweils wiederum vielen Zwillingen, 34 Zwillingsstudien aus 9 Ländern und fand, dass 40% der Unterschiede im Bildungsabschluss einem Unterschied in den Genen zugeordnet werden kann. 36% der Unterschiede können den Unterschieden in der Umwelt zugeordnet werden. Richfield 2013 fand in seiner Genome-Wide Association Study mit über 126.000 Individuen etliche Gene, die mit Bildungserfolgen assoziiert werden können. Heitinen 2013 konnte zeigen, dass das Lebenseinkommen von Frauen zu 24% erblich ist, bei Männern sogar zu 54%. Ein Review, also so viel zu Male Privilege, Frauen haben es deutlich einfacher hoch zu heiraten und ihr Einkommen zu verbessern. Männer sind dort viel stärker gebunden, Frauen haben größere soziale Mobilität als Männer. Ein Review der bisherigen Studien ergibt, dass ca. 40% der Einkommensunterschiede durch gemeinsame Gene erklärt werden können und nur 9% durch gemeinsame Umwelteinflüsse. 2014 untersuchte Tchaikovsky die Daten von mehreren tausend Kindern und fand, dass ca. 1/3 der Variation im sozioökonomischen Status genetisch bedingt ist. Die Erblichkeit des Intelligenzquotienten ist einer der mit größter Konsistenz gefundenen Zusammenhänge der Verhaltenspsychologie. Haworth 2010 verwendete die Daten von fast 11.000 Zwillingen und fand, dass der IQ im Alter von 17 Jahren zu 65% erblich ist, während Umwelteinflüsse nur 20% des IQs bestimmen. Und hier wiederum, immer wenn ich oder irgendjemand sagt, 60% des IQs ist durch Gene bestimmt, dann bedeutet das immer 60% der Varianz im IQ innerhalb irgendeiner Gruppe kann durch Varianz in den Genen erklärt werden. Das ist damit immer gemeint. Das ist nur eine verkürzte Redewendung, eine vereinfachende Erklärung, aber implizit meint jeder, der sagt, 60% des IQs ist genetisch bestimmt, 60% der Varianz im IQ ist durch Varianz in den Genen zu erklären. Never forget. Ähnliche Ergebnisse brachten auch Studien, die untersuchten, wie genetische Ähnlichkeiten nicht verwandter Personen einen ähnlichen IQ vorhersagen können. Zum Beispiel Plomin und Tchaikovsky. Deutlich wird, beides, sozioökonomischer Status und IQ, sind zu nicht unwesentlichen Teilen erblich. IQ-Testergebnisse korrelieren mit dem sozioökonomischen Status der getesteten Person. Klügere Leute tendieren dazu, aus Haushalten mit höherem sozioökonomischen Status zu kommen. Diese Aussage wird zum Beispiel von Sirin 2005 und Strenze 2007 gestützt, die jeweils Meta-Analysen der Daten von zusammen über 100.000 Personen durchgeführt hatten. Einen deutlichen Zusammenhang fanden sie zwischen SES, also sozioökonomischer Status, und IQ, womit die Ergebnisse etlicher Vorgänger repliziert wurden, zum Beispiel NICER 1996. Diese Zahlen zeigen hier erstmal eine Korrelation, keine Kausalität, wie in Diskussionen zu diesem Thema meist total besserwisserisch betont wird. Korrelation sind keine Kausalitäten. Ja, ach, was du nicht sagst. Also, wir wissen bislang, IQ und sozioökonomischer Status stehen in einem Zusammenhang.
Es ist nun möglich, dass ein hoher IQ kausal den sozioökonomischen Status erhöht. Es ist andererseits möglich, dass der sozioökonomische Status kausal den IQ erhöht. Oder es kann auch sein, dass es eine beidseitige kausale Verbindung gibt. Und drittens ist es möglich, dass eine dritte Variable beide Größen kausal beeinflusst oder als Mediator fungiert. Strenze nahm 2007 weitere Analysen vor, die hier mehr Klarheit hineinbringen sollen. Er fand, dass der zu einem Zeitpunkt im Leben gemessene IQ den Bildungsgrad, den beruflichen Status und das Einkommen zu einem Zeitpunkt 10 Jahre später vorhersagen kann. Häufig wird gesagt, der Zusammenhang zwischen IQ und sozioökonomischem Status komme allein dadurch zustande, dass einem ein wohlsituierter Haushalt in der Kindheit mehr kognitive Stimula biete, zum Beispiel mehr Bücher, Lernspielzeug und mehr Kontakt zu und Kommunikation mit den Eltern, wodurch die Intelligenz der Heranwachsenden trainiert werde. Doch Strenzes Daten zeigen, dass der IQ einer Person selbst in jungen Jahren ein besserer Prädiktor für ihren späteren beruflichen Erfolg ist als der sozioökonomische Status der Eltern. Der IQ-Unterschied zwischen Geschwistern, die im selben Haushalt aufwachsen, sagt einen späteren Unterschied im sozioökonomischen Status der Geschwisterkinder im Erwachsenenalter voraus. Das ergaben die Analysen von Murray, der hierfür die Daten von über 12.000 Geschwistern aus dem National Longitudinal Survey of Youth auswertete. Hat unter Geschwistern ein Geschwisterkind einen höheren IQ als das andere, so ist später für das intelligentere Geschwisterkind ein höherer Bildungsabschluss, ein höherer beruflicher Status und mehr Einkommen zu erwarten als für das weniger intelligente. Da die Geschwister im selben Haushalt mit dem gleichen sozioökonomischen Status aufwuchsen, zeigt diese Analyse, dass der IQ einen kausalen Effekt auf den Wohlstand hat, der unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern ist. Des Weiteren wissen wir, dass IQ ein exzellenter Prädiktor für Leistungen am Arbeitsplatz ist. Hafkat 1994 maß bei neu eingestellten Mitarbeitern eine Kombination kognitiver Fähigkeiten, die in etwa dem IQ entspricht, und konnte zeigen, dass diese Größe der beste Prädiktor für berufliche Leistungen ist, noch vor einem Probemonat, einem intensiven Interview, den schulischen oder universitären Noten oder verschiedenen Ratings von Erfahrungen bis hin zu Referenzen oder dem gezeigten Interesse. Also, wenn ihr jemand einstellen wollt, vergesst irgendwelche langwierigen Bewerbungsgespräche, aufwendige Assessment Center oder klägliche Versuche, die Motivation und dann das Interesse des Bewerbers durch Bullshit-Fragen einschätzen zu wollen. Lasst die Bewerber einfach einige Aufgaben eines IQ-Tests durchführen und fertig. Im Mittel könnt ihr damit die besten Bewerber selektieren. Nichtsdestotrotz ist jedoch auch die Beeinflussung des IQ durch den sozioökonomischen Status, also der umgekehrte Effekt, gut belegt. Adoptionsstudien, die seit den 50er Jahren durchgeführt wurden, zeigen immer wieder, wenn Kinder armer Eltern zur Adoption in Haushalte mit hohem sozioökonomischen Status gegeben werden, so kann dies ihren IQ im Vergleich zu nicht adoptierten Kindern erhöhen. Skodak und Skiels von 1949, Schiff 1978, sowie die von unserem Rosinenpicker-Kommentator erwähnte Studie von Caprin und Hume 1989 und deren Folgestudie Caprin und Hume 1998 konnten allesamt zeigen, dass Kinder aus armen Haushalten einen IQ-Boost im heranwachsenden Alter bekommen, wenn sie von reichen Adoptiveltern aufgenommen werden. Wobei der zweite Testzeitpunkt meist in recht jungem Alter von 13 bis 15 Jahren stattfand. Bekannt als sogenannter Wilson-Effekt ist jedoch, dass die Erblichkeit mit dem Heranwachsen zunimmt. Das ist ein bisschen eine Einschränkung dieser Untersuchung. Candler führte 2015 jedoch eine umfangreiche Studie mit 436 männlichen Zwillingspaaren durch, bei welcher ein Zwillingsbruder adoptiert wurde und der andere bei seinen biologischen Eltern aufwuchs. Der IQ beider Brüder wurde dann erst mit 18 Jahren gemessen, zu einem späteren und damit besseren Zeitpunkt, in dem der Wilson-Effekt schon fast vollständig entfaltet ist.
Kendler fand, dass der IQ der adoptierten Kinder mit 97 Punkten um 5 Punkte höher war als der IQ der zu Hause aufgewachsenen Kinder, welche dann im Mittelwert einen IQ von 92 Punkten hatten. Der IQ der adoptierten Kinder korrelierte signifikant mit einem Koeffizienten von 0,18 mit dem Bildungsgrad der Adoptiveltern und ebenfalls signifikant mit einem Koeffizienten von 0,2 mit dem Bildungsgrad der biologischen Eltern. Der IQ der zu Hause aufgewachsenen Zwillingsbrüder korrelierte signifikant mit 0,34 mit dem IQ ihrer Eltern, also welche dann erziehende und biologische Eltern waren. Kinder, deren Adoptiveltern einen geringeren sozioökonomischen Status hatten als ihre biologischen Eltern, hatten einen geringeren IQ als ihre zu Hause aufgewachsenen Zwillingsbrüder. Also wenn man sozial abgestiegen ist bei der Adoption, dann hat sich dies auch in einem geringeren IQ bemerkbar gemacht. Kendler replizierte seine Ergebnisse in einer Analyse von über 2000 Halbbrüdern, von denen einer adoptiert worden war, der andere bei seinen biologischen Eltern aufgewachsen ist. Adoptiert zu werden bedeutete hier einen 3-Punkte-IQ-Vorteil gegenüber dem Halbbruder, der zu Hause geblieben ist. Es zeigte sich ein ähnlicher Korrelationskoeffizient von 0,18 für den Zusammenhang des IQs des adoptierten Kindes mit dem Bildungsgrad vom biologischen Elternhaus als auch vom Adoptivelternhaus. Dies alles bedeutet oder deutet darauf hin, dass der sozioökonomische Status des Haushaltes einen kausalen Einfluss auf den späteren IQ der dort aufgewachsenen Kinder hat. Wie dieser Effekt aussieht, über welche Mechanik er wirkt, ist hiermit nicht gesagt. Es ist nicht davon auszugehen, dass man Kindern einfach Geld hinter die Ohren schiebt und dadurch ihre kognitiven Fähigkeiten ankurbelt. Plausible Wege, über welche ein hoher sozioökonomischer Status den IQ erhöhen kann, sind gute Ernährung, gute Erziehung und kognitiv stimulierende Umgebungen für das Kind, welche in reichen Haushalten häufiger vorzufinden sind. Okay. Bisher wissen wir, sowohl der IQ als auch der sozioökonomische Status sind erblich. Erstens, dann. IQ und sozioökonomischer Status sind korreliert. Weiter. Es existiert eine beidseitige, kausale Beeinflussung zwischen IQ und sozioökonomischem Status. Also der eine beeinflusst das andere und umgekehrt ebenfalls. Und eben weil beide Größen erblich sind, ist es interessant zu sehen, wie beide Größen mit dem Auftreten der gleichen Gene in Zusammenhang stehen. Traskowski hat 2014 einen Blick auf die Korrelation zwischen genetischer Nähe, Ähnlichkeit im sozioökonomischen Status und Ähnlichkeit im IQ geworfen, wobei er einen Datensatz von über 3000 nicht verwandten Kindern heranzog. Es wurde also geschaut, wie viele gleiche Gene zwei Kinder haben und wie sehr sie sich in ihrem IQ unterscheiden und wie unterschiedlich der sozioökonomische Status des Haushaltes ist, in dem sie aufwachsen. Die genetische Ähnlichkeit wurde hierbei nicht über den familiären Verwandtschaftsgrad berechnet oder geschätzt, sondern über Gentests, indem man einfach die Kinder in Becher spucken hat lassen und dann geschaut hat, an wie vielen Loci die gleichen Genvarianten auftreten. Dann wurde hieraus berechnet, ob ein Zusammenhang besteht in der genetischen Varianz und in der Varianz des IQ und in der Varianz des sozioökonomischen Status. Das heißt, ob Kinder mit ähnlichen Genen dazu tendieren, auch einen ähnlichen IQ und einen ähnlichen sozioökonomischen Status zu haben. Es zeigte sich, die Varianz im Genom konnte sowohl ein Drittel der Varianz des IQ und gut 20% der Varianz des sozioökonomischen Status erklären. Der Korrelationskoeffizient zwischen IQ und sozioökonomischem Status war in Traskowskis Stichprobe 0,31 und dieser verschwindet fast vollständig, wenn die Gene als Mediator in die Gleichung aufgenommen werden. Also wenn man eine statt einer reinen Korrelationsanalyse eine Mediatoranalyse macht, dann verschwindet der Effekt von sozioökonomischem Status auf IQ fast vollständig. 94% der Korrelation zwischen sozioökonomischem Status der Familie und dem IQ des Kindes im Alter von 7 Jahren ist durch eine genetische Mediation gegeben und zu erklären. Im Alter von 12 Jahren ist der Mediationseffekt etwas geringer, aber immer noch fast 2/3 der Korrelation zwischen IQ und Kontostand können
durch diesen indirekten genetischen Effekt erklärt werden. In anderen Worten, Kinder reicher Eltern sind zu großen Teilen deswegen schlauer, weil sie die Gene der Eltern geerbt haben, aufgrund derer die Eltern überhaupt erst reich geworden sind. Der kausale Effekt des sozioökonomischen Status auf den IQ wirkt zu großen Teilen indirekt über das Erbgut, welches Kinder gut situierter Eltern von ihrer Mutter und ihrem Vater erhalten. Wichtig ist hierbei auch folgender Gedankengang. Während wir zu Beginn des Videos gesehen haben, dass eine Verbesserung des sozioökonomischen Status zu einer Erhöhung des IQs führt, ist daraus nicht hervorgegangen, wie dieser Effekt zustande kommt, welche Mechanik dahinter steckt. Und daher sagt der hieraus abgeleitete Kausalzusammenhang erstmal noch nichts über die tatsächliche Ursache für die IQ-Unterschiede in der Gesellschaft aus. Man überlege sich Folgendes. Angenommen, die Häufigkeit sportlicher Betätigung sei zu 100% davon abhängig, wie sportlich die Leute von Natur aus sind. In einer ähnlichen Untersuchung wie der von Drazdowski fände man dann heraus, dass die sportlichen Leistungen einer Person fast vollständig von seinen Genen abhängt. Zwänge man eine unsportliche Person zu häufigem Training, würde das ihre sportlichen Leistungen ohne Frage verbessern. Jedoch ist der Grund dafür, dass unsportliche Leute selten trainieren, gerade deren Unsportlichkeit. Und diejenigen, die viel trainieren, sind gerade deswegen häufig beim Training, weil sie von Beginn an schon sportlich waren. Die durch häufige sportliche Betätigung verbesserte sportliche Leistung ist somit eigentlich ein genetischer Effekt, da es die sportlichen Gene waren, die eine Person überhaupt dazu gebracht haben, Sport zu treiben und zu trainieren. Ganz ähnlich verhält es sich beim IQ, wobei die Leistungen im IQ-Test den sportlichen Leistungen entsprechend und ein hoher sozioökonomischer Status durch die damit einhergehende kognitiv reichhaltige Umgebung einem Training gleichkommt. Trainiert man nun die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes, indem man es in eine Umgebung mit hohem sozioökonomischen Status bringt, so wird es schlauer. Jedoch ist der Grund dafür, dass sich das Kind zuvor in einem Umfeld mit niedrigem sozioökonomischen Status befand, dass es von vornherein nicht besonders schlau war. In einer Adoptivfamilie mit hohem sozioökonomischen Status hätten die Eltern wahrscheinlich viele Bücher, würden Wert darauf legen, dass das Kind diese auch liest, würden sich mit dem Kind anschließend über die Inhalte unterhalten, würden das Kind zu schulischen Leistungen drängen und auf sonstige kognitiv herausfordernde Weise mit dem Kind interagieren. Dieser Trainingseffekt würde das Kind nun etwas klüger werden lassen. Der Grund, weswegen die biologischen Eltern dieses Umfeld jedoch nicht zur Verfügung gestellt hatten und weswegen das Kind kein selbstständiges Interesse an Büchern und kognitiven Herausforderungen hatte, ist, dass die biologischen Eltern und das Kind genetisch bedingt nicht für kognitive Leistungen prädestiniert sind. Krapul konnte 2017 das Ganze in einer Folgestudie auf die Spitze treiben. Auf Basis eines Datensatzes mit fast 7000 Kindern konnte er zunächst zeigen, dass sowohl die Gene des Kindes als auch die durch die Eltern geprägten Umgebungsvariablen wie Stillen, Rauchen während der Schwangerschaft, Prügel, Haushaltseinkommen und Fernsehkonsum Einfluss auf den Lebenserfolg der Kinder gemessen an Bildungsgrad, Einkommen und Gesundheit haben. Also, sowohl die Gene des Kindes waren für den Lebenserfolg verantwortlich, als auch die Umgebungsvariablen in der Kindheit, die durch die Eltern vorgegeben waren, hatte beides Einfluss auf den späteren Erfolg im Leben des Kindes. Dann konnte Krapul darüber hinaus allerdings zeigen, dass sich mit exakt jenen Genvarianten, die den Lebenserfolg eines Kindes vorhersagen, auch Aussagen über die Umweltfaktoren während der Kindheit treffen lassen konnten. Genvarianten einer Person, die mit dem Bildungsgrad assoziiert werden, konnten auch vorhersagen, ob die Person als Kind gestillt wurde, ob sie geschlagen wurde, ob ihre Mutter geraucht hat und wie groß das Haushaltseinkommen war. Kurz gefasst heißt das, zeig mir deine Gene und ich sag dir, wie schwer deine Kindheit war. Der IQ-Boost bei einer Änderung des sozioökonomischen Status durch Adoption ist daher eigentlich ebenfalls ein genetischer Effekt, nämlich ein Effekt der Gene der Erzieher. Betrachtet man im Sinne Richard Dawkins das Kind als erweiterten Phänotypen seiner Erzieher, so sind die schlechten kognitiven Leistungen eines Kindes
selbst wenn sie durch geringe elterliche Fürsorge hervorgerufen werden, im Endeffekt zu großen Teilen auf Gene zurückzuführen. In diesem Fall eben auf die Gene der Erzieher, welche das Kind geerbt hat, wenn die Erzieher auch den biologischen Eltern entsprechen, was sie meist tun. Und dieses genetisch bedingte elterliche Verhalten, das zu geringen kognitiven Leistungen führt, das tragen die Kinder in die nächste Generation weiter, indem sie später die eigenen Kinder wiederum schlecht erziehen und die hierfür verantwortlichen Gene ebenfalls wieder weiter vererben. Und kein Geld der Welt für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, für Affirmative Action oder was du nicht hast, wird diesen dysgenischen Kreislauf aufbrechen können.